Der legendäre Curl P1 zählte wohl zu den meistgespielten glatten Langnoppen überhaupt. Ob der entschärfte Nachfolger, der P1R, auch im Plastikballzeitalter noch taugt, seht ihr in diesem Video. Der Klassiker liegt mit 36 Euro im mittleren Preissegment. Die Schwammversion des P1R sollte eine der meistgespielten Belege in der Langabwehr überhaupt sein. Optisch fällt der Curl P1R durch sein mattes japanisches Rohgummi auf. Außerdem stehen die Noppen sehr dicht beieinander, wie bei einem Noppenteppich. Die Noppen selbst sind relativ weich, die Noppenköpfe leicht geriffelt. Die schwammlose OX-Version ist selbstklebend. Man kann also ohne zusätzliche Klebefolie oder Kleber direkt loslegen. Im passiven Spiel am Tisch zeigt sich der P1R zunächst relativ gutmütig, dafür aber relativ ungefährlich. Einen Störeffekt konnten wir hier in Kombination mit dem Plastik- bzw. ABS-Ball kaum wahrnehmen. Dafür gibt es aber sehr lange Ballwechsel. Auch wenn die Beherrschbarkeit erstmal solide aussieht, reagiert der P1R an einigen Stellen doch noch recht zickig. Beim Blocken und Druckschupfen muss der Schlagwinkel zum Beispiel genau passen, ansonsten steigen Bälle schnell frontal über den Tisch hinaus. Überraschend effektiv lassen sich hingegen Pseudo-Topspins spielen, die vom Gegenspieler häufig unterschätzt und über den Tisch geblockt werden. Insgesamt eignet sich der P1R in der schwammlosen Variante für das aktive Spiel am Tisch sehr gut. Gerade über Platzierungen kann hier oft gepunktet werden. In der langen Abwehr erzeugt der P1R eine flache seitliche Ballflugkurve mit wenig bis mittlerem Störeffekt. Der Gegner kann hier ziemlich oft nachziehen. Erst bei entsprechender Routine und einem langen Armzug lässt sich der P1R, der durchaus eine relativ hohe Grundsicherheit mitbringt, hinterm Tisch aber für das klassische Sicherheitsspiel und somit als Bringernoppe nutzen. Durch diese Konstellation entwickeln sich hier ebenfalls sehr lange Ballwechsel.
Am Ende merkt man dem Curl P1R doch an, dass er nicht auf den Plastikball optimiert wurde und daher vor allem in Sachen Störeffekt nicht viel zu bieten hat. Dafür aber immer noch relativ anspruchsvoll zu spielen ist und somit nichts für Anfänger geeignet ist. Dass der Belag bei entsprechender Technik vor allem in der Schwammversion dennoch seine Daseinsberechtigung für die lange Abwehr hat, kann man sich zum Beispiel beim Abwehrast Daniel Kleinert ansehen. Ein paar seiner Videos haben wir unten in der Videobeschreibung verlinkt. You can't win if you don't play. The game might be dirty, but it's okay. You can't